Brittmeier wird atmungsfällt. Ich hab die Ehre und kämpf gegen den längsten Rapper der Welt. Doch Junge, ich glaub an dich, du kannst es schaffen. Dein Ziel ist doch, dass dich alle auslachen, oder? Und selbst wenn nicht, da wär'n Tipp, den ich hätte. Wär am zweiten Bildungsweg zur ersten menschlichen Schlaftablette. Du willst mich battlen? Ha! Du battlest wohl im Schlägel. Die einzige Chance für dich ist, dass ich aufgebe, bevor ich mich totlache. Was bist du, ein grenzdebiler Affe? Doch jeder grenzdebile Affe rappt gekonnt, und du hörst dich an wie Nachrichtensprecher mit kaputten Teleprompter. Hast du den Beat gepickt, weil du ihn gut fandst, oder weil du nur wie ein Schlaganfallopfer rappen kannst? Du bist wie ein angefahrenes Reh auf der Straße, man bekommt mit Leid. Und genau wie das Reh wirst auch du von mir mit ner Schaufel von dein Schmerzen befreit. Die wahre Tragödie an Charlie Hebdo war, dass es in deinem bescheuerten Text vorkam. Zu deinem verkackten Video brauch ich echt nichts mehr sagen. Darum rapp ich nur noch über belanglosen Kram. Ach nee, mach ich ja schon die ganze Zeit hier. Schließlich handelte der Text von dir